Dann nach oben jetzt hier. Wow. Ich will mal kurz auf die Map gucken, nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Es geht noch ein ganzes Stück nach oben. Gerne mit. Zeilen zwischendurch. Ich habe nicht gesehen, dass hier kein Wind mehr ist. Autsch. Und tschüss. Warum habe ich hier jetzt schon wieder diese Feder drin? Nein! Oh Gott, ey. Warum ich auch immer durch den Boden gerade gekracht bin? Heil mich mal kurz. Okay. Ich glaube, ich flüchte besser. Boah, das war schon wieder so eine unfaire Stelle gerade. Nein, ich kle... Sorry, aber ich muss mich kurz konzentrieren hier. Boah. Nein, jetzt hänge ich hier wieder fest. Oh Gott. Nein. Oh. Ich kann nichts mehr machen. First try. Alter, war das gerade nervenaufreibend. Öffne deine Augen, kleiner Geist. Du bist jetzt in Sicherheit. Du hast das Gedächtnis des Waldes geweckt und damit auch mich. Ich hätte dich bei all dem Schnee beinahe nicht gesehen. Nun wird der Frühling wieder in der Spitze Einzug erhalten, auch wenn einige das nicht begrüßen werden. Die Kreatur Schrieg gehört dazu. Ich habe sie im Schlaf in meinen dunklen Träumen gesehen. Sie wurde aus Staub geboren, stieg auf, während die Welt unter die Asche sank.
Aber warum ist er dann so böse geworden? Oder sie? Okay. Darum. So kehrte sie zu Asche und Staub zurück. Sie ist verloren, eine bemitleidenswerte Kreatur. Ihr Herz ist... Auch der Sommer der Vergangenheit ist verloren. Er wird nie wieder zurückkehren. Doch dank dir, Geist, wird ein neuer Sommer kommen und seinen Platz einnehmen. Das habe ich geträumt. Okay. Damit haben wir alle Irrlichter. Und damit können wir eigentlich direkt, ohne Umwege, direkt hier hoch teleportieren. Zack. Wie bin ich denn hier das letzte Mal hochgekommen? War es da auch schon so krass? Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es so krass war, hier hochzukommen. Aber vielleicht vertue ich mich auch gerade. Wir haben es geschafft, Uri. Das Herz des Waldes ruht im Innern. Das Licht der Geisterweide kann öffnen, was lange verschlossen war. Benutze W zum Betreten. Ich spiele ja nicht die ganze Zeit mit dem Gamepad, also drücke ich jetzt W. Nur die Irrlichter kannten den Weg voraus. Um zurückzubringen, was verloren gegangen war. Okay. Dann schauen wir uns hier mal um. Windruinen. Gucken, wie groß das jetzt hier noch wird. In allen Ländern bleibt es immer gleich. Für jeden Geisterbaum ein Licht und für jedes Licht ein Baum. Sie existieren im Gleichgewicht. Das Licht allein ist nichts ohne sein Gefäß. Aber während das Licht ewig ist, kann kein Baum ewig bestehen. Als die Weide alt wurde und ihre Zweige kahl, konnte sie ihr Licht nicht länger pflegen.
Es zerbrach und wir wurden zu Irrlichtern, unser einstiger Glanz erloschen. Die Kinder der Weide, die Geister von Niven, ritten unter dem Verfall. Das Land wurde von Dunkelheit und Zerstörung heimgesucht. Die Geister verschwanden und alles schien verloren. Warum glaube ich, dass wir nachher schnell rausflüchten müssen? Doch Prophezeiungen sagten, dass Hoffnung kommen würde. Sie würde unsere Augen durch die Dunkelheit blicken lassen. Hoffnung würde unsere Erinnerung an das Vergessene zurückbringen und uns in Zeiten der Not Kraft spenden. So wird die Welt geheilt. So wird der Kreislauf fortgesetzt. Oh, wir müssen sowas von sicher flüchten gleich. Die Baumeister der Gorlek wussten, dass alle kaputten Dinge wieder repariert werden können. Hier schützten sie das zerbrechlichste aller Irrlichter, das Herz des Waldes. Wir spüren seine Präsenz in der Nähe, Ori. Das Licht wird abermals ganz werden. Boah. Hier kann ich speichern. Als die Geisterweide starb, flackerte mein Licht. Nun bin ich wieder vollkommen. Ich bin Sire. Die Weide erwartet uns, Ori. Wir müssen gehen. Doch der einzige Weg dorthin ist... Ich hab's gesagt. Und wieder flüchten. Nein, das reicht mir jetzt nicht mehr. Kletter, Ori. Okay. Wieder von ganz vorne wahrscheinlich. Natürlich. Aber ich habe diesmal das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, ob ich schnell bin oder nicht. Zumindest ein bisschen. Nein. Shit. Kann ich die Cam noch anmachen? Sorry.
Nein! Nein! Oh Gott, das war knapp. Jetzt warten. Nein, jetzt reicht's mir nicht mehr. Ach, die könnten auch wenigstens mal zwischendurch einen Checkpoint einbauen. Bisschen übertrieben, die Distanz, die man zurücklegen muss. Haben wir es jetzt endlich. Halleluja. Ich glaube, ich hätte mich jetzt nochmal richtig aufgeregt, wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte. Was passiert jetzt gleich? Da ist sie, Ori, die Weide, Mutter des Lichts. Nur der Trauerkamm steht uns im Weg. Das Licht ist wiederhergestellt. Saya. Bringe Saya zur Geisterweide zurück. Also dahin. Okay, dann können wir uns direkt hierhin teleportieren. Na, welche Überraschung. Von der Vergangenheit geblendet. Wandte sich schräg von der Wärme ab. Da hätte ich ja noch ewig lang probieren können, wie ich darüber komme. Wisst ihr noch, als ich probiert habe, hier die ganze Karte aufzudecken? Da hätte ich noch Jahre probieren können. Rein hier. Trauerkamm. Kommen hier jetzt Feinde oder was passiert? Ja, natürlich kommen jetzt Feinde. Aber ich brauche auf jeden Fall die Heilung hier mit drin. Her.
war gerade richtig Glück, dass ich ihm gleich sein Schild weghauen konnte. Nein. So, dann hätte ich gerne das hier. Nein. Oh Gott. Halt. Heilen. Hier hin? Komme ich hier jetzt wieder runter oder? Boah. Okay, was haben wir hier jetzt noch? Damit habe ich ja jetzt gar nicht mehr gerechnet. Starten. Halte LT gedrückt und starte in eine beliebige Richtung durch. Okay. Moment, hallo? Ach, ich kann jetzt die ganze Zeit... Kann ich das jetzt die ganze Zeit machen? Okay, krass. Nein, aber die ganze Zeit kann ich es irgendwie auch nicht machen. Strange. Was steht denn da genau dran? Werde zu einem Projektil, mehr nicht. Nope. Das war jetzt da. Okay. Jetzt hätten sie ja auch einfach auf, keine Ahnung, irgendeine andere Taste legen können. Autsch. Sehr schön. Und Autsch. Nope. Nope. Den richtigen Weg gerade noch nicht gefunden. Ui, ja, ja, ja. Uiuiui, kurz heilen. Halt, ich will's hier haben. Kann nicht mehr springen, nichts machen. Dann rein da. Als das Ende näher rückte, führten alle Pfade zur Geisterweide.
Das Ende der Weide. Wie komme ich jetzt hier? Wow. Ach, ich wollte doch nicht raus. Speichern!